Hallo und willkommen zurück. Ja, für Leute, die es interessiert, ich habe mir jetzt tatsächlich Dietriche gekauft. Man kann sich im Spiel Dietriche kaufen. Entweder, ich habe im Internet nachgeschaut, entweder in der Diebesgilde anscheinend, wenn man weiter fortgeschritten ist. Aber die Kaschid, also diese Katzenmenschen, die ihr Lager vor Whiterun haben, bei denen habe ich 35 Stück gekauft, die haben also auch welche, was gar nicht so unpraktisch ist. Jetzt bin ich hier, um mit ihm zu sprechen. Dig, Dwemer in the beyond. I'll know your lost unknown and rise to your depths. Ich bringe das Blut, das ihr haben wolltet. I can almost hear them. I feel their life energy. Come, I will make the mixture. Das wird sehr interessant. Weiß nicht, was jetzt passiert. Speicher zur Sicherheit. What is this? It's just a book. Nichts mehr weit. Das Ogma Infinium. Ich vermute nichts Gutes. Egal, und? Was? Elendsschlund. Cool. Komm, mein Champion. Was jetzt? Now, you have my Ogma Infinium. It contains the knowledge of the ages, as revealed to Sarcis, my loyal servant. For hundreds of years, it's been shut away from the world. Septimus was a useful tool for unleashing it. Now, it is in your hands. Let us work wonders together. Uh-huh. Und nun? Weil Krug. Es sieht schon optisch sehr gut aus, also da hat's gerade geleckt. Egal, ich nehme einfach mal alles mit. Moment, da ist... Warum ist...
Ach, Skuma ist es. Wie gestohlen. Nächstes gestohlen. Ne, ich leg die wieder ab. Ist mir zu blöd. Aber ich weiß nicht, was dieses Buch mir bringen soll. Ich glaube, ich sollte mal zu... Moment. Moment. Ja. Ich glaube, ich sollte da mal nachschauen, was es damit auf sich hat. Nö. Rechts geht's jetzt im Arkaneum. Das würde mich jetzt echt interessieren, ob... May your next fight bring you victory. Jury friend, Archmage or not, my rules about books still stand. Until next time. Aber die Frage, die ich mich echt stelle, ist, wofür ist dann dieses Buch? Ah! Das Meer des Wissens liegt vor dir. Wähle aus, was du lesen möchtest. Ah, okay, nichts lesen. Jetzt weiß ich, was es damit auf sich hat. Schauen wir doch mal. Ja. Schattensweg der Magie. Ah, ich nehme... Weg der Macht. Ah, okay. Ach, das ist das Buch. Ah, das hat das Buch. Ich wusste, dass mir der Umschlag bekannt vorkam. Was ist denn dann der Weg der Schatten? Jetzt weiß ich, was es damit auf sich hat. Der Weg der Schatten. Leichte Rüstung wurde verbessert. Schleichen verbessert. Ausknacken verbessert. Taschendiebstahl verbessert. Ja, ich möchte nur mal abwägen, was das Klügste ist. Weg der Magie. Illusion verbessert, okay.
Eigentlich ist dann. Eigentlich ist dann tatsächlich der Weg der Macht der interessanteste für mich persönlich. Ja, ich glaube, ich bin durch. Falscher Knopf. Was habe ich denn schwer? Das war eine praktische Quest. Praktische Quest für zwischendurch. Dachte ich schon, ich müsste mir Sorgen machen. Ach komm! Ach komm, macht er natürlich nicht. Dann halt anders. Zerstörung. Okay, das bringt nichts. Dann werde ich einfach mal auf andere Methoden umsteigen. Der ist etwas effektiver, der Drache. Gott sei Dank. Kommt der mal runter. Fluch ist aufgeladen, der ist aufgeladen.
Geht doch. Was will man denn mehr? Habe ich denn irgendwelche Schreie, die ich noch nicht... Nö. Ich habe aber mehr wie genug Seelen, deswegen... Nehme ich doch jetzt mal eine von diesen Quests hier an, die ein bisschen interessanter sind. Ich nehme auch einfach mal das hier und... Moment, ich war schon mal. War ich da schon mal? Ich war da schon mal. Das ist interessant. Ah, fuck, ich hätte ja. Wenn der Drache noch da dran ist, dann kann ich mir noch die Drachenknochen holen. Wenn nicht, dann habe ich diesmal verpeilt. Ah, da ist er noch. Ein Streitkolben kann er behalten. Karte, dann gehe ich, reise ich doch kurz mal nach. Einsamkeit. Nee, Moment. Es ist immer ganz praktisch, wenn man eine Verkaufsrotation quasi hat, weil die tatsächlich erst nach einer gewissen Zeit wieder mehr Geld eingenommen haben, beziehungsweise neue Tränke haben. Deswegen ist es praktisch, wenn man so quasi... Achso. Mei. Been a good welcome to War Maidens. Now don't let the name worry you. We got plenty. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Habe ich nicht sonst also mal Kredit verkaufen. Und sonst ja. Good doing business with you. Dann kann ich mich doch mal in diese Richtung bewegen. Volkskriege. Was mich echt interessiert gerade. Doch, Volkskriege.
Ah, Dietrich, so. Banditen haben immer Dietrich hier, das waren zwei. Das war jetzt ungewollt komisch, aber okay. Stimmt, ich bin schon mal dran vorbeigeritten. Aber keiner springt an auf mich. Da warte ich kurz regenerationstechnisch. Und trinke was, regenerationstechnisch. So, das dürfte schon reichen. Oh, das ist schon eine schöne große Anlage. Aber dass er mir hier kein Ziel setzt, finde ich ein bisschen seltsam. Nichts, manchmal ist am Ende von solchen Wegen irgendeine Kiste oder irgendetwas. Gut, es sind ja meistens dann Punkte, wo man umständlich hinlaufen muss. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, was hier drin vor sich geht. Time to end this little game. What's the hurry? Die draußen haben mehr eingesteckt wie die hier drin. Genau. Der Ort sieht auch aus, als hätte ursprünglich einen anderen Zweck gehabt. Nee, das ist einfach bloß ein Block. Genau, das. Okay, lustiger Bug, aber okay. Mein Ausrüstung hat sich ziemlich zufrieden.
Ja, ich versuche die jetzt mittlerweile echt alle so zu knacken, damit halt die, damit ich halt quasi beim Schloss knacken auflevel. Over here. Oh, da level ich doch recht schnell, wenn es weitergeht. Okay, dann schaue ich mir das mal an. So? Nein. Das ist doch mal nett. Nehme ich mit. Und zu leben. Nicht schlecht. Echt überlegenswert zu behalten. Moment, wo muss ich hin? Genau, ich glaube, ich von hier bin hier rüber gegangen. Gehe ich doch mal weiter nach unten. Ja, da kann ich ja so viel absahen, also nicht schlecht. Oder abstauben, ja, wie man jetzt das nennen möchte. Ein Paradies für den Dieb. Aus, als wäre das entweder eingepasst worden oder in Wirklichkeit eine Geheimwand oder sowas. Ja, finde ich auch nicht. Meine Hauptmann-Banditen aus und da haben die auch kaum was. Ja. Sie hatte ja auch nichts, genau. Ah, hier.
Ah, das ist die. Okay, wo, der ist wahrscheinlich da durchgerannt. Und dann kam der Balken runter und hat ihn etwas, hat etwas Gesichtsdeformation betrieben. An dieser Stelle geht's gleich weiter und ich sage, bis gleich.